Hi Leute, Winnie van Gogh von Bad Art Productions hier. Ich bin gerade mega motiviert, dieses Video zu machen, weil ich es gerade schon aufgenommen habe und aus Versehen gelöscht habe. Und deswegen werde ich es jetzt gleich nochmal machen müssen. Ich bin zwar schon ein bisschen heiser, aber das ist kein Problem, denn es macht ja Spaß. So, heute habe ich ein Tutorial für euch, in dem ich euch die Rendereinstellungen in Adobe Premiere Pro CS4 zeige. Ich hatte ja dazu schon ein CS5-Video gemacht, also wenn ihr CS5 habt, dann schaut einfach in das andere Video. Das ist auch in meinem Kanal, beziehungsweise werde ich unten auch einblenden, wenn ich dran denke. So, wir schauen uns wieder drei Clips an, und zwar einmal ganz normales PAL TV Footage, 720p Footage und 1080p Full HD Footage. So, wir fangen gleich an mit dem PAL-Footage. Also ich habe hier meinen Clip, den habe ich, nehmen wir jetzt mal an, schon geschnitten. Da passt alles. Dann gehe ich auf Datei, Exportieren, Medien. So, dann gehen meine Exporteinstellungen auf. Und dann erstmal am Anfang habe ich links zwei Fenster. Einmal die Quelle, das ist das Original. Und einmal die Ausgabe, beziehungsweise die Quelle ist so, wie es im Projekt ist. So, dann kann ich das immer vergleichen, wenn ich hier schauen will, wie sich die Qualität verändert oder der Beschnitt oder irgend sowas. Gut, dann fangen wir an hier mit dem Format. Nehmen wir den H264-Codec. Das ist meiner Meinung nach der beste Codec. Und ich würde auch sagen, allgemein bekannt so, der beste Codec. Und einfach vom großen Qualitätsverhältnis unschlagbar. So, dann zur Vorgabe nehmen wir in dem Fall PAL TV hohe Qualität. Wenn es Widescreen-Footage wäre, würden wir hier natürlich auf Widescreen klicken, aber in dem Fall ist es hohe Qualität, das heißt, wir lassen es so. Dann können wir hier den Ausgabenamen einstellen und wo wir dieses ganze Ding speichern wollen. Das lassen wir jetzt mal aus. Dann Video exportieren und Audio exportieren, ist klar. So, dann gehen wir hier unten auf die Einstellungen und wir fangen an mit Video. Da der Codec ist ja schon vorher festgelegt. Unser Fernsehnorm ist PAL, weil wir ja in Europa sind. Dann die Framebreite und Framehöhe sind richtig eingestellt. Die Framerate ist auch schon richtig eingestellt. Wenn wir uns nicht sicher sind, ob das die richtige Einstellung ist, dann können wir hier unter dem Projektfenster, wenn wir den Clip auswählen, sehen wir 25 Bilder pro Sekunde, das hat also alles gepasst. So, dann gehen wir weiter. Pixel-Sattel-Verhältnis, Widescreen ist falsch, das muss Standard 4:3 sein. Und dann Profil lassen wir so und Level auch. So, jetzt zu den Bitrate-Einstellungen, also die Bitrate-Codierung. Kein CBR, sondern immer VBR. Dann gibt es eben VBR 1 Pass und 2 Pass. 2 Pass bedeutet nur, dass es nochmal durch die ganze, das durchrendert und sozusagen beim ersten Mal schaut, wie die Bitrate-Verteilung ist. Also wo jetzt mal mehr Bitrate gebraucht, also mehr Megabit pro Sekunde gebraucht werden würden und wo weniger. Und dass es das beim zweiten besser ausgleichen kann, beziehungsweise auch besser anpassen kann. Das ist in dem Fall jetzt zu hoch eingestellt, weil wir hier auf 1920p also 1080p Full HD eingestellt haben. Ich weiß auch nicht wieso, deswegen gehen wir hier nochmal auf PAL TV und jetzt stimmt es wieder. Und die Bitrate-Einstellungen passen in dem Fall auch, da müssen wir nichts einstellen. Also diese 3 Megabit pro Sekunde bis maximal 6 Megabit pro Sekunde sind mehr als ausreichend für PAL. Dann beim Audio lassen wir alles auf ARC, da muss man eigentlich nie was machen. ARC ist, passt einfach und wir können eh nicht was anderes machen, nur hier Version 1 und Version 2, das bringt uns aber nichts. Das heißt, wir klicken auf OK und es öffnet sich der Media Encoder und wir können dann gleich weitermachen mit dem Exportieren. So, als zweiten Clip habe ich hier diesen 720p Clip, den habe ich mit meiner alten Nikon gefilmt und deswegen ist er auch in 24, hier ist der Media Encoder, und deswegen ist er auch in 24 Bildern pro Sekunde. Ja, können wir uns merken, brauchen wir in dem Fall nicht, weil es normalerweise immer richtig gleich abgleicht, aber um sicher zu sein, können wir uns das merken und dann vergleichen. So, wir haben hier wieder Quelle und Ausgabe und sehen, das ist schon mal totaler Schmarrn, was hier passiert. Wir wollen keine Letterbox und deswegen gehen wir hier wieder auf Format, der H264 Codec, der dann eben diesen MP4-Container macht. Und dann ist es ja 720p, das heißt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können einmal diesen YouTube Widescreen HD Ding nehmen, Preset nehmen, wo es schon für YouTube sozusagen voreingestellt ist, da diese Fernsehnorm
ignorieren wir, da klicken wir auch nicht rum, weil sonst verändert sich wieder die Auflösung und kann ich immer demonstrieren. Hoppla, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder PAL. Ich weiß auch nicht, warum das immer da ist, auch wenn man nicht PAL eingestellt hat, aber gut, wir können das einfach ignorieren und dann passt das alles. Und da geht es eben eh nur um Halbbilder und Bilder pro Sekunde, die da eben unterschiedlich sind. Und es interessiert uns in dem Fall nicht, weil wir ja die 24 Bilder pro Sekunde haben und Vollbilder. So, das Pixelverhältnis passt. Die Framerate ist auch richtig eingestellt. Dann Feldreihenfolge ist progressiv, weil wir ja keine DVD haben. Dann Pixelseitenverhältnisse passen. Das Profillevel schauen wir nicht an. Und jetzt zur Zielbitrate, die passt auf jeden Fall auch. Wenn wir wollten, könnten wir hier noch auf 8 hochgehen und 10. Aber diese 7 und 9 ist auf jeden Fall auch ausreichend. Bitrate-Codierung wieder nur einpasst, also nur einmal. Das ist, auch wenn wir jetzt vor allem YouTube-Videos rendern wollen, ist es mehr als ausreichend, weil bei diesem Zweipass dauert es einfach bloß länger und man sieht nicht wirklich einen Unterschied, wenn man hier so einfache Projekte hat. Wenn man dann natürlich mit dem Dynamic Link Manager in After Effects irgendwelche Color Corrections macht und dann vielleicht in viele Zeug noch reinmacht mit irgendwelchen, was weiß ich, Effekten und dann Farben und alles Mögliche macht, dann wäre das vielleicht sinnvoll, aber in unserem Fall haben wir einfach ganz normales Video, wo nicht mal jetzt eine Farbkorrektur drauf ist, eine ordentliche, dann, und in dem Fall eben gar keine, dann brauchen wir das auch, auf jeden Fall nicht. Gut, dann als zweite Möglichkeit wäre, dass wir hier unsere Vorgabe auf HDTV 720p gehen, da sehen wir schon hier, dass das die falsche Framerate wäre, weil wir hier 23,976 Bilder pro Sekunde haben. Das können wir aber hier unten einfach richtig einstellen und dann würde es auch passen. Dann ist hier der Abstand zwischen Zielbitrate und maximaler Bitrate ein bisschen größer, da können wir entweder hochgehen oder das lassen. Wenn ich jetzt nur ein YouTube-Video mache, dann würde ich einfach gleich das YouTube-Preset machen, das passt und das ist dann kein Problem. Was ich jetzt noch kurz als Einschub mache, weil ich es vergessen hatte, hier bei dem PAL-Clip, wenn ich den exportiere, muss ich mir noch die Feldreihenfolge anschauen, weil es da verschiedene Möglichkeiten gibt und dann werden wir schauen, dass wir hier schon mal irgendwas mit Bewegung finden. So, weil ihr wisst, wie ihr wisst, denke ich, ist PAL eigentlich aus Halbbildern, das heißt, dass immer nur Halbbilder aufgebaut werden und deswegen, dann passiert, wenn wir es jetzt am Computer anschauen und eben nicht am Fernseher, dann sieht man hier solche Schlieren, weil man sieht mal eben, wie diese zwei verschiedenen Halbbilder ineinander greifen. Beim Fernseher würde man es dann nicht sehen, aber wenn man es am Computerbildschirm sieht, dann sieht man schon. Das heißt, wenn ich jetzt eine DVD brennen möchte, die hauptsächlich für den Fernseher vorgesehen ist, dann kann man das so lassen in der Feldreihenfolge mit unteres zuerst. Sonst für YouTube oder so würde ich auf jeden Fall hier auf ohne und progressiv einstellen, weil dann ist es einfach schöner zum Anschauen. Man hat hier nicht diese nervigen Streifen und dann sehen wir hier unter der Ausgabe, da können wir jetzt auch schön vergleichen, dass das Bild jetzt zu Vollbildern zusammengerechnet wurde, aus diesen zwei Halbbildern jeweils. Und hier zum Vergleich sieht man, wie sich es verändert und es funktioniert ziemlich gut. Gut, nur das nochmal nebenbei zu den PAL-Einstellungen. Also ich würde eigentlich generell immer progressive Bilder machen, weil dann hat man das Problem nicht, wenn man es am Fernseher am Computer anschaut. So, jetzt zuletzt haben wir hier den 1080p Clip Full HD. Der ist jetzt mit meiner neuen Kamera aufgenommen, der Canon 600D, wo ich auch schon die Unboxings gemacht habe. Und da habe ich einen ersten Testshot gemacht mit meinem Cousin. Und dann sehen wir das hier. Und das Bild ist, muss ich selber sagen, einfach Wahnsinn. In dem Fall ist jetzt ein bisschen Kontrast drauf, aber es ist auch schon ohne einfach nicht zu vergleichen mit der Nikon. So, das heißt, wir haben jetzt hier unseren Clip. Wo ich auch aufpassen muss, ist, dass der Clip hier auch ausgewählt ist zum Exportieren, weil wenn ich hier ein anderes Schnittfenster offen habe, würde es das exportieren. Nur noch so nebenbei. Das heißt, wir gehen wieder auf Datei, Exportieren und Medien. So, was wir jetzt beachten müssen oder wo wir jetzt eingeschränkt sind, ist, dass es eben CS4 ist und noch nicht CS5. Das heißt, wir haben hier in den Vorgaben weniger Einstellungen als in CS5, auch weniger DSLR angepasste. Wir haben auch eigentlich noch gar keine DSLR-Clip-Importierfunktionen oder vorgefertigte Sequenzen, die eben direkt auf DSLR getrimmt sind. Das heißt, wir müssen eben eh immer ein bisschen tricksen, beziehungsweise können nicht das perfekte Format sozusagen vornherein auswählen. Das heißt, in dem Fall unter Vorgabe würde man jetzt denken, gut, YouTube HD wäre jetzt eine Idee. Das geht in dem Fall nicht, da kann man nicht höher als
720p exportieren. In meinem Fall wäre das jetzt kein Problem, weil ich eh nie Full HD mache, weil es einmal von der Größe finde ich dann zu groß wird langsam und immer zu lang dauert bei mir zum Hochladen. Und zweitens finde ich, dass 720p von der Auflösung für YouTube jetzt reicht. 1080p schaue ich persönlich auch nie an. Das dauert zu lange zum Laden und so gut ist sie. Also da von der Auflösung bringt es mir jetzt eigentlich auch nicht so viel mehr. Da gehe ich einfach weiter weg vom Bildschirm und dann passt das auch wieder. So nebenbei. Aber wenn ich jetzt eben 1080p für den Fernseher oder für die Blu-ray exportieren möchte, dann habe ich hier als Alternative natürlich die HDTV Presets. Also dann kann ich hier sogar gleich schon die richtige Framerate einstellen. Das sind immer diese Zahlen, die hinter den 1080p stehen. Da es Canon ist, habe ich hier in 25 Bildern pro Sekunde aufnehmen können. Dann haben wir hier wieder unser Video. In dem Fall ist es PAL, also das springt doch immer wieder hin und her. Das weiß ich auch nicht warum, aber das wird eh ignoriert. Dann Pixelverhältnis passt, die Framerate passt auch, Pixelseitenverhältnis passt wieder auch, Profil und Level ignorieren wir wie immer. Also jetzt Bitrate-Kodierung wieder, VBA1 passt, das 2 passt, sparen wir uns. Und jetzt wichtig bei der Zielbitrate, da muss man auf jeden Fall aufpassen, das darf man jetzt nicht sich vertun. Also die ist hier jetzt schon ziemlich hoch angestellt, also wirklich hoch, und es ist halt eben auch, weil es eben hohe Qualität ist. Also das ist auf jeden Fall viel zu viel. Die Dateien werden riesig und das kann man gar nicht gebrauchen. Das ist genauso bei Adobe After Effects. Wenn man da in AVI exportiert, dann werden da auch, sind auch schon, oder da ist es eben jetzt unkomprimiert, aber auch in MP4 gibt es manchmal, oder gab es, glaube ich, beim CS4 war es früher so, das war auch ein großes Problem von mir, ist die Bitrate von vornherein einfach irgendwie bei 60 Megabit pro Sekunde, und da kommt kein Qualitätszuwachs mehr, sondern da wird einfach nur künstlich die Bitrate hochgehalten und die Dateien werden wirklich für 20 Sekunden auf 2 GB hochgerechnet, und das ist natürlich unbrauchbar für irgendwelche Auflösungen, und der Computer hat dann, also zumindest mein, hat dann auch Schwierigkeiten, das in Realtime abzuspielen. Gut, also die Zielbitrate können wir für Full HD 12 bis 14 runterschrauben in dem Fall, und das ist mehr als ausreichend. Wir können hier nochmal vergleichen zwischen Quelle und Ausgabe, und man sieht hier jetzt direkt gar keinen Unterschied, überhaupt nicht. Und da kriegen wir jetzt 9 MB große Dateien im Vergleich zu vorher mit den 50 Megabit pro Sekunde, kriegen wir auf einmal schon 40 MB, und der Clip hier ist ungefähr 6 Sekunden lang, und dann kann man sich ja überlegen, was da für Dateigrößen rauskommen, wenn man das in 50 Megabit pro Sekunde rausrechnet. Und dann nochmal als Überblick von den Bitrate-Einstellungen, wenn ihr euch da nicht sicher seid oder sie aus Versehen verstellt habt. Also nochmal, PAL sind 3 bis, also Ziel-Bitrate sind 3 Megabit pro Sekunde, maximal 6. Dann für 720p reichen 8, 10 bis 12, 14 und bis 14, 8 bis 10, und bei 1080p würde ich 12, 14 machen. Das ist gute Qualität und ein gutes Mittelmaß zum Gehen. Und die Dateien werden nicht allzu groß, das heißt, man kann sie auch noch in einem normalen Zeitraum in YouTube hochladen. So, dann hier unter Ausgabename würden wir dann noch entscheiden, wo wir das hin exportieren wollen. Und dann klicken wir auf OK und es wird an die Renderliste angefügt. Und hier kann man auch schon sehen, ich habe das gleiche vorher nochmal gemacht. Gut, und die warten auch, gerendert zu werden. Clips von vorher. So, ja, das wäre es soweit von mir. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare, da antworte ich gerne. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare, oder wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt in CS4, CS5, zu so irgendwelchen Programmen, schreibt es auch in die Kommentare, und ich werde dann sicherlich auch ein Video dazu machen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und vielleicht sogar auch was gebracht hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und favorisiert es, und natürlich auch meinen abonnieren, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid, wenn neue Videos hochkommen oder neue Tutorials. Und das war's von mir. Ciao.